Moin und herzlich willkommen zurück zu SW Kota 2 Solo Challenge. Beim letzten Mal sind wir hier in dieser Arena ein bisschen ausgerastet mit unserer Axt und unserem Schwert und haben ein bisschen Unruhe gestiftet, wie man so schön sagt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier ein bisschen weiter um. Hier sind noch ein paar Überreste, sehe ich gerade. Oh ja, sehr schön. Ein bisschen Adrenalinverstärkung. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen durchfighten, denn wir müssen ja den Quarrel finden und vor allem den Jedi befreien. Uns persönlich. Wir sind ja momentan eine Frau, und zwar die Mira, aber jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen durchschnetzeln hier. So, ich möchte möglichst wenige hier ranlocken erstmal. Erstmal am liebsten hier in die Ecke irgendwo. Friends? You coming? Come on over! Stop making a fool! Auto me, hey! Hallo? Ach, die können man hier nicht vergiften. Das ist ja eine andere Rasse. Okay, ich habe es geschafft, nur einen ranzuholen. Sehr gut. Einen zu pullen, sozusagen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr schön aus und... Na komm. Mädchen, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, habe ich gesagt. Genau, genau. Einmal noch treffen und dann ist alles gut. Sehr schön. Das dürfte nicht lange dauern. Genau, es dürfte auch nicht lange dauern. Und wir heilen uns erstmal wieder hoch. Haben wir es denn? Wollen wir es denn? Medikit. Ein bisschen Healing Potion. Darf natürlich auch nicht vergessen sein. Das Wichtige ist wirklich, dass wir die möglichst einzeln pullen. Ich habe es nämlich eben schon in der Testaufnahme versucht, mich hier ein bisschen durchzukämpfen. Und es sind eigentlich immer zwei auf einmal gekommen. Deswegen, das war jetzt das erste Mal, dass nur einer gekommen ist. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Auf jeden Fall, der hier sollte keine großen Probleme darstellen. Zumal wir uns immer wieder hochheilen können, durch unsere vielen Medikits. Das ist immer eine gute Idee, einfach nur, wenn man, so als kleinen Tipp, wenn man ihr das selbst spielt, holt euch immer viele Medikits, das ist scheiße wichtig. Das sind drei Kollegen, von denen uns gerade drei angreifen. Verdammt! Ich habe nicht gespeichert. Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf! Was ist das Medikit? Solange sie noch nicht kommen, ist alles gut. Wenn sie hinten versauern wollen, soll es mich nicht stören. So, ich habe das Schild nochmal. Und die Kampfstimulanz. Gegen drei Leute muss ich mich ein bisschen ausrüsten. Okay. Dann kommt mal her. Erstmal auf den Geschwächten natürlich gehen. Gefällt dir das? Mädchen, du hast schon eine Kampfstimulanz drin, jetzt mach. Danke. Okay, einer schon mal down, sehr gut. Ich achte schon auf unser Leben, keine Sorge. Das ist jetzt sehr taktisch, was wir gerade hier machen müssen. Lauf, 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 lauf. Uff. Okay. Ich habe das Gefühl, es sollte eigentlich so sein, dass sie uns verfolgen sollten. Aber da sie das nicht tun, können wir das ja schön ausnutzen und uns ein bisschen hochheilen. So. Wie viel hat sie noch? Das Grubenopfer liegt im Weg. So. Medikit. Nochmal, genau. Wir haben noch die ganzen Buffs, sage ich mal, drin. Sehr gut. Jetzt gehen wir natürlich wieder auf den Geschwächten. Auf den Invaliden gehen wir. Ich dachte, der stirbt mit einem Schlag. Schade. Mädchen, jetzt konzentrier dich bitte. So, und jetzt auf den anderen gehen. Ich hoffe, den kriegst du noch hin. Aber es sieht nicht so aus. Ich geh nochmal weg. Der hat offensichtlich keine großen Ambitionen, hinterher zu laufen. Von daher soll es mich nicht stören, wenn ich mich hier ganz entspannt hochheilen kann. Und er eben nicht. So, jetzt wieder Unruhe raushauen. Ich bin so unruhig heute. So hibbelig. Okay, das sieht aber schon wesentlich besser aus gerade. Okay, nach einem Schlag sollte er weg sein. Das war der eine Schlag. Perfekt. So, dann können wir uns ja wieder hochheilen. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ein sehr actiongeladener Part bis jetzt. Nur am Kämpfen hier. Müssen clashen, müssen fighten. Sprengrakete? What? Was ist das denn? Was ist denn eine Sprengrakete? Habe ich ja noch nie gehört. Da, Sprengrakete. Durchbohrend. Diese tödliche Handgelenksrakete setzt beim Aufprall unzählige Schrapnelle frei. Okay, das ist sozusagen so eine Art Handgranate. Oder eben eine Schrapnellgranate, wie man so schön sagt. Nur in Raketenform. Wer hätte es das gedacht bei der Schrapnellrakete? Okay. Dann können wir, denke ich, weitergehen und den Ring ein bisschen weiter erkunden. Da vorne steht einer. Ist aber nur einer, ne? Ich glaube, den könnten wir sogar alleine herziehen. Ja, da kommt er schon. Und er bleibt alleine. Perfekt.
Das ist eben das Wichtigste gerade, dass sie wirklich immer nur alleine zu uns laufen und uns nicht überrennen können mit ihrer sehr großen Anzahl an Leuten. Boah, 35 Schaden, willst du übertreiben oder was? So, okay. Ich speichere mal kurz, nicht, dass ich das vergesse. Medikit können wir uns wieder reinhauen. Wir haben, glaube ich, schon 20 Medikits verballert. Meine Herren. Mira, du bist echt nicht sonderlich widerstandsfähig, muss ich mal sagen. So, eins haust du noch rein. Zack. Boah, das sind noch drei Leute. Von denen einer schon mal herläuft. Das freut mich schon mal. Das freut mir. Ich glaube auch, diese gamorianische Axt zerstört ein bisschen das den Schadensaufbau, weil wir dadurch weniger treffen. Aber wenn wir treffen, dann halt sehr effektiv, ne? Das muss man ja auch sagen. So. Ich bleib erstmal bei dem Setup, was die Waffen angeht. Okay. Ich möchte davon wirklich nur einen einzigen pullen. Oh, das hat sogar funktioniert. Krass. Ja, die KI ist noch nicht so hochwertig, dass sie sieht, ob ihre Kollegen, sag ich mal, hinterherlaufen. Ich glaube, solange man das ein bisschen ausnutzen kann, ist das sehr löblich. Na gut, nicht unbedingt löblich, aber es funktioniert, sagen wir es so. Sagen wir es doch so, wie es ist. Und, alter Mädchen, Concentration bitte, ja? Danke. Wir müssen uns nach jedem Kampf hochhalten, das muss man sich mal geben. Die hat irgendwie einen ziemlichen riesigen Hintern, habe ich das Gefühl. Das sind nur Taschen. Das habe ich schon letztens beim Thumbnail, als ich die Thumbnails gemalt habe, da hatte sie irgendwie auch so ein Schild an und da war der... Na okay, ich bin schon ruhig. Ich bin auch nur ein Mann. Okay. Ich beschränke mich auch nur auf die wesentlichen Dinge. So, weiter geht's. Guck mal, schon Hälfte runter. So muss das doch sein. Einfach mal ein bisschen treffen und dann läuft das. Schöner Vorhit. Natürlich nicht. Wir sind noch nicht so inbar, sagen wir es mal so. Jetzt heilen wir uns mal hoch und gehen dann auf die Sicherheitstür. Da hinten sind auch noch ein paar Leute. Die möchte ich aber erstmal ignorieren und erstmal hier in die Sicherheitstür gehen. Vielleicht finden wir ja da was. Das ist wahrscheinlich nur weitere Gegner, aber... Einfach. Oh nein, ein Lagerraum, sehr gut. Dann sind wir doch erstmal den optionalen Weg gegangen, das finde ich auch nicht schlecht. Fähigkeit zu niedrig, da müssen wir es eben aufschlagen. Soll mich nicht stören, dann gehen natürlich ein paar Sachen kaputt, aber wenn wir das nicht anders aufkriegen, ist es natürlich blöd. So. Oh, ist sogar gar nichts kaputt gegangen. Okay. Oh, das ist in Komponenten zerstört worden, das kann natürlich auch sein. Möchte ich aber mal... verschweigen. So, hier rechts geht's auch weiter, habe ich das Gefühl, ne? Tatsächlich geht's hier rechts weiter. Da ist drei Kollegen. Haben wir zwei gepult oder? Ne, nur den einen. Okay. Das finde ich doch schön. Der eine, der steht hier in Kampfposition und möchte aber erstmal seinen anderen Kollegen abkratzen sehen. Das finde ich ja auch sehr freundlich von ihm. Ein sehr kollegialer Mensch. So, sehr gut. Oh, Level up. Perfekt. Dann können wir gleich den nächsten angreifen. Und wenn unsere Gesundheit am... Oh, guck mal, der andere ist auch so in Kampfposition. Wenn unsere Gesundheit ein bisschen am Abkratzen ist... Ich möchte hier nur kleine Schritte machen. Please don't rust aus. Genau. Endlich. Solange die Einzelnen kommen, ist alles gut. Darauf kann ich gut reagieren. Nur wenn sie halt in Massen kommen, das wird schwer. Das möchte ich möglichst vermeiden. Dadurch, dass ich eben solche Tippelschritte mache und sowas in der Richtung. So, noch einmal. Sehr gut. Gefällt dir das? Oh ja, es gefällt mir. Mach weiter so, Baby. Okay, ich sollte jetzt noch langsamer hochheilen. Ja. Automatischer Levelaufstieg machen wir immer bei unseren Kollegen. Und weiter aufs Mull. Oh, da heilt sich der Sack. Steht da? Verbessert, okay. Wenn es Meister gewesen wäre, hätte ich das sogar genutzt. Okay, gut. Gehen wir mal hier weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir eigentlich sind. Ah, ihr seht schon hier rechts, das ist das Labyrinth. Dann möchte ich... Ich glaube, ich werde dann erstmal uns befreien, also den Jedi. Weil wir dann wesentlich bessere Überlebenschancen haben. Hochsicherheitstür. Können wir die öffnen? Diese Tür ist magnetisch verriegelt und mit drei Schichten Duralstahl verstärkt. Sie scheint zu den Lüftungsschächten zu führen, in denen der Jedi gefangen ist. Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Ebene einen Überbrückungsschalter. Natürlich. Wir müssen erstmal das Terminal, sag ich mal, finden. Ah, verdammt, da kommen beide. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, okay, unser Leben ist wieder ein bisschen am runtergehen. Das finde ich nicht gut. Einen Schlag halten wir, glaube ich, noch aus. Jetzt mal ein bisschen zurück und... Die kommen ja gar nicht... Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie ein Problem mit Ecken.
Das sind nicht so die Eckenkinder. Entschuldigung. Ich komme manchmal ein bisschen zu weit runter. Und da das Spiel relativ groß, also da ich das Spiel relativ groß geschaltet habe, das Fenster, komme ich dann manchmal in die Taskbar. Das tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, es stört keinen. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt gesehen hat. Manchmal sieht man das ja gar nicht in der Aufnahme. Ich wäre der Aufnahme sehr verbunden, wenn man es nicht sehen würde. Aber who knows, who knows. Auf jeden Fall wieder hochheilen, wie immer. Die lassen auch überhaupt nichts fallen oder sowas in die Richtung, ne? Nun ja. Okay, gehen wir mal hier durch. Hier sieht ein bisschen bleib nach einem Lagerraum aus, aber... Einfach. Ist es ein Lagerraum? Okay. Bleib zurück. Manchmal trügt einem die einfach. Einsicht doch nicht. Sogar ein offener Spind, okay. Botanischer Druiden-Repier oder sowas. Ich ließ es doch nicht genau durch, Mensch. Wo ist diese Konsole, die wir brauchen? Bleib zurück. Noch ein Lagerraum? Einfach. Exactly. Just a Lagerraum. Hyperstärke-Enhancer. Ich lese jetzt mal ein bisschen die Items durch hier. Plasmagranate und Computersonne, das freut mich ja. Zwei Plasmagranaten sogar. Was ist hier hinter? Noch ein langer Gang. Aber keine Gegner. Machen wir mal kurz zwischenspeichern, nicht vergessen. Am besten sogar nach jedem Kampf. Noch eine Hochsicherheitstür, hier sind bestimmt bleib Gegner zurück. Hinter. Einfach. Ja, hatte ich doch recht. So, und wir sind genau so weit weggegangen. Obwohl doch, der kommt hinterher. Schade. Ich wollte gerade sagen, wir sind so weit weggelaufen, dass der andere uns nicht sieht. Aber er hat uns gesehen. Schade. Und der hat uns ein bisschen viel Schaden gemacht, meiner Meinung nach. Oh, verdammt. Ich bin hinter eine Ecke gelaufen. Oder gegen die Ecke vielmehr. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Na, lauf hier rum, Mädchen. Seht ihr, die haben echt ein Problem mit Ecken. Das ist keine ausgereifte KI, muss man sagen. Aber wir können sie uns zunutze machen. Das ist bei so einer Challenge, wie ihr seht, relativ gut. Relativ gesehen ist das eine gute Sache, ja, ja. So, jetzt hau ich kaputt. Unsere Medikits gehen langsam aber sicher zur Neige. Ich meine, wir haben noch über 40, aber trotzdem. Die verbraucht die echt wie geschnitten Brot. Gefällt dir gute das? Gute Mira. Boah, ich hasse solche Situationen, wo man dann plötzlich temporär mit so einem anderen Charakter rumlaufen muss. Das ist echt nicht gut. Das ist noch eine Sprengrakete, okay, das ist nicht schlecht. Hier sind hundertprozentig Leute hinter. Einfach. Okay, der Schein scheint zu trügen. Ich würde erst sagen, der Trein scheint zu dügen. Der Schein scheint zu dügen. Ah, Ventilationssteuerung, perfekt. Den Computer hacken. Zack. Auf Systembefehle zugreifen. Alle Sicherheitstüren öffnen. Bats. Und die Gebietskarte herunterladen, bitte. Sehr schön. Zurück zum Hauptmenü. Überwachungskamera zugreifen. Trainingskammer. Da ist nicht viel los. Wechsel zurück zum Kameramenü. Westkammer. Ist auch nicht viel los. Und das war's schon. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Tür geöffnet. Das heißt, wir können jetzt zu unserem Jedi-Freund. Ich möchte nochmal kurz hier das ausräumen. Einfach. Zu unserem Jedi-Freund Feelslike, der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, geht unbedingt da drauf, eine super Seite. So, Sicherheitstür wird geöffnet. Diese Tür ist mal... Was? Immer noch nicht? What? Mano! Jetzt haben wir doch schon alles geöffnet hier. What the hell, man? Ventilationssteuerung ist offensichtlich nicht für die Luft, für die Lüftung zuständig. So, da muss ich kurz weg. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gesehen. Diesen Unterschied. So, hier sind natürlich jetzt alle Sicherheitstüren geöffnet. Das ist ein bisschen doof. Denn dann können natürlich die ganzen Kopfgeldjäger hinter uns herlaufen. Aber wie sollen wir denn diese verdammte Hauptsicherheitstür da wegbatzen? Keine Ahnung. Das Spiel kommt mir wieder so laut vor, weil die Frau so laut rumschreit. Das ist so schlimm. Immer. Oh, verdammt, wir sind tot. Wir sind verdammt nochmal tot. Wir gehen um die Ecke. Okay, na, bist du bescheuert, du dummes Ding? Mann! Super, wir sterben jetzt, weil die so bescheuert ist und den Typen angreifen will. So, Pause. Da hinten steht er. Medikit, dankeschön. Meine Güte, Mädel. Die muss erstmal wieder reinkommen. So. Dankeschön. Ist doch nicht so schwer. So, jetzt Unruhe und hau ihn weg.
Boah, ich bin so froh, wenn wir wieder mit unserem normalen Charakter hier rumlaufen können. Das ist so eine Qual hier mit dieser... Das ist so eklig einfach. Das ist auch richtig schlecht gemacht, muss ich sagen, vom Game Design. Ich meine, man hat die... Also die Mira, ne? Die hat man jetzt seit... Ja, sagen wir 5 Minuten. Also von Anfang an meine ich jetzt. Man lernt ihr hier auf Nasha da kennen. Man muss dann direkt hier mit ihr kämpfen, und zwar durch eine gesamte Basis durch, alleine. Und man ist dann noch nicht mehr gewährleistet, dass man genug Medikits hat. Also wer selbst Game Designer ist, für den ist das hier der pure Horror. Sie kann es ja auch nicht selbst heilen oder sowas. Wenn ich Nasha da als erstes gemacht hätte und keine Medikits dabei gehabt hätte, dann wäre ich hier stecken geblieben. Weil das nicht gegangen wäre. Na gut, Fluchttunnel. Diese sieht aus wie ein Fluchtweg. Es wird offenbar über das seltsame Terminal der Ruben gesteuert. Okay. Zugriff auf alle verfügbaren Fluchtwege. Laut des Gebietsschemas gibt es nur 2 Eingänge in Viskes Stützpunkt. Einen davon erreichst du durch die Tunnel in Jack-Jack-Tar. Der andere Schacht ist ein privater Fluchttunnel zu den Docks von Arshadai. Wird geöffnet, wenn die Sicherheitstür der Luftschächte geöffnet wird. Luftweg aktivieren und fliehen. Ist sie jetzt weg? Endlich! Meine Güte, war das eine Qual. Wir haben es geschafft. Wir sind durch Mira hier durchgerusht, durch die Basis. Und jetzt müssen wir, glaube ich, selbst zu den Docks. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mich hier umgucken. Wenn wir zu den Docks gehen, ich meine, das ist ja die einzige Fluchtmöglichkeit für Viskes gewesen. Und wenn wir ihn jagen wollen, müssen wir natürlich da lang. Ich würde aber noch ganz gerne, bevor wir hier weitergehen, noch mal die rechte Seite erkunden, weil da... Oh, guck mal, ein paar Überreste noch gesehen. Sehr schön, Hypergeschicklichkeits-Enhancer. Und zwar haben wir hier rechts ja noch gar nichts getötet. Oder weggefratzt, wie man so schön sagt. Deswegen können wir ja mal ein bisschen aufräumen hier, ne? Oh, tut das gut. Endlich mal ein bisschen Schaden. Meine Herren, das war echt schlimm mit Mira. Da konnte man ja gar nichts reißen. Genauso mit Etten, da konnte man auch nichts reißen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich eben aufgenommen habe. Ich habe da überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Sagen wir einfach, wir machen noch 2-3 Minuten und dann sollte das ungefähr passen. Auch rein zeitlich sollte das gehen. Und sonst mache ich einfach den nächsten Part ein bisschen schneller, ein bisschen länger. Wir haben eine Linse bekommen, das freut mich doch zu hören. Ich kann jetzt mal wieder alles ausräumen hier. Meine Güte, allein spielt sich doch wesentlich besser als alleine mit Mira sozusagen. Credits geholt. So, hier oben sind doch bestimmt auch noch ein paar Freunde. Die können wir auf jeden Fall noch wegballern. Und dann stellen wir uns, würde ich mal sagen, also öffnen wir natürlich da vorne die Tür und plündern das Lagerhaus. Und dann stellen wir uns doch am Ende des Parts nochmal vor die Fluchtkammer und laufen dann zu den Docks von Nasha da, wo wir dann wahrscheinlich zum Showdown kommen. Hoffe ich doch mal stark. Boah, wir sind alleine so 1000-mal stärker als Mira. So, hochheilen. Guck mal, 50... Mit 50 Punkte hochheilen. Einfach so. Weil wir krass sind. So, jetzt können wir hier noch das Lager plündern. So. Ich glaube, wir haben noch bei keinem unserer Lichtschwerter einen... Da müssen wir das aufbannern. Heiliger Gradkampfanzug. Und Exakun... Was? Moment. Exakuns leichte Kampf... What? Vermutlich trug der dunkle Jedi diesen Kampfanzug bis zu seiner Niederlage vor 40 Jahren. Schließlich wagte er sich so gut wie nie ohne seine persönliche Rüstung aus dem Haus. Krass. Heiliger Krat-Kampfanzug. Viele Krat sehen sich dann, oder Krav, sehen sich danach in einem heiligen Kampfanzug die dunklen Tempel ihres Volkes zu bewachen. Kein Wunder. Schließlich
Schließlich war die Teilnahme an der Sklavenjagd wesentlich gefährlicher. Ich glaube, wir tragen mal ein bisschen extra Kuhns leichten Kampfanzug. Der sieht ziemlich cool aus, glaube ich. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich hätte aber gerne mal wieder einen neuen Helm, damit wir nicht so maskiert hier rumlaufen müssen. Na gut. Nehmen wir nochmal die Überreste mit. Und gehen in Richtung Docks, beziehungsweise Fluchtmöglichkeiten zu den Docks. Müssen wir gar nicht hier lang, okay. Müssen nur einmal hier rumlaufen. So, hier und dann hier links und dann nochmal links. Und dann stehen wir schon direkt davor. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine prächtige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye. Yeah.